Ja, moin, ihr Lieben, ich bin's wieder. Ja, Sonntag früh 10.15 Uhr und ich bin mal nach Wolfenbüttel gefahren. Herrliches Wetter, es geht jetzt schon auf die 13 Grad, es soll ein wunderschöner Tag werden, knallblauer Himmel, viel Licht und Schatten und klar, man merkt, die Straßen sind leer. Ich habe noch nie so wenig Autos auf der Tour hierher gesehen und trotz allem möchte ich heute fotografieren. Ich möchte ein bisschen Atmosphäre und so weiter einfangen. Und ja, im Zeichen von Corona merkt man schon, wir machen trotzdem heute einen kleinen Fotowalk in Wolfenbüttel. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Tja, jetzt bin ich in Wolfenbüttel, bin hier am Schloss Wolfenbüttel und wie ihr sehen könnt, ist hier Totenstille. Also kein Mensch unterwegs, die Menschen sind vorsichtig und aber herrliches Wetter. Von daher lasse ich mir die Laune nicht verderben und mache jetzt hier mal ein bisschen Rennen, ein bisschen durch die Stadt. Hab hier schon ein paar Detailaufnahmen gemacht. Ist toll, dass die Sonne fällt hier so halb rein und man hat wieder schön viel Licht und Schatten. Von daher möchte ich hier mal ein bisschen gucken, ein bisschen Details, also ein bisschen Farbe, weil hier natürlich echt schöne Farben sind. Schreit nach Vintage und auch natürlich nach Black and White. Also von daher, wir laufen hier mal ein bisschen rum und ja, wenn ihr Bock habt, kommt mit. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen rumgelaufen. Man kann ganz klar sagen, in eine Stadt gehören halt einfach Menschen. Ja, ich habe ein bisschen fotografiert, aber es ist irgendwie schon eine komische Atmosphäre. Man sieht ein paar Eltern mit Kindern draußen, ansonsten viele mit Hunden, aber ansonsten nichts. Das Wetter würde danach schreien, heute schön draußen zu sitzen. Es wird immer wärmer und es ist super angenehm, aber ihr seht ja so ein bisschen hier und in den Eindrücken, da ist Totenstille. Ja, schade. Trotzdem habe ich es ein bisschen genutzt und war ein bisschen unterwegs. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt so Richtung Rückreise noch ein bisschen was finde. Wir können ja mal sehen, vielleicht finden wir was.
Ja, ansonsten Bilder. Dann packe ich mal hinten dran wieder mit ein bisschen Musik, so ein paar Sachen, die ich hier gemacht habe. Vielleicht gefällt euch das ja. Da ich jetzt noch nicht sagen kann, ob ich noch mal wo anhalte oder ob ich noch mal was sehe. Aber ich melde mich in jedem Fall noch mal. Aber ja, hier habe ich jetzt alles gemacht. Okay, wir schauen mal weiter. Ja, ich habe dann doch noch mal einen Zwischenstopp hier in Braunschweig am See gemacht. Hier sind dann tatsächlich ein paar und gehen spazieren. Und ich mache hier noch ein paar Detailfotos. Und ich glaube, dann soll es das auch gewesen sein. Da hinten ist noch so eine Brücke. Und dann mache ich mich auch langsam auf dem Heimweg. Es ist jetzt Mittag. Ja, trotzdem mal rausgegangen. Bisschen bewegt, war schön. Wetter ist echt toll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, passt auf euch auf. Ansonsten im Nachgang hinten Fotos, vielleicht auch mal Bearbeitungsbilder, müssen wir mal gucken. Und auf jeden Fall, ich halte es wie immer, ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund. Gerade in diesen Tagen, lasst euch trotzdem die Laune nicht verderben. Und geht raus, macht Fotos, wie Olli immer so schön sagt, da hat er auch recht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video mit der Buchbesprechung. Fotografie zwischendurch. Ein paar Sachen habe ich versucht, heute schon mal umzusetzen. Vielleicht ist das ja was. Also ihr Lieben, dranbleiben. Jetzt kommen die Bilder. Macht's gut, auf bald und tschüss.